Okay, diesmal schaffen wir es. Mau! Geht das überhaupt? Ja, meine Güte, dann gucke ich halt das nächste Mal immer nach unten. Hauptsache, ich schaff's irgendwie. Gut. Ehe. Oho. Ist das hier da draußen irgendeine Stadt mit Menschen? Eine Pseudorealität des Animus. Die Assassinen. Ich wurde hineingeboren. Ich hatte keine Wahl. Es ist ein Geburtsrecht. Du bist ein Assassiner, sagten sie. Was sollte das nur heißen? Nun, deine Vorfahren auf jeden Fall waren Meisterassassinen. Seit meiner Alle Kindheit beide. Hörten sie nie auf, das zu sagen. Du bist ein Assassine. Du bist ein Assassine. Und das ist unser Credo. Und du hast dich dagegen gewehrt und bist Barkeeper geworden. Für Prominente. Nichts ist wahr. Richtig? Was sollte das heißen? Eine Welt ohne Sinn? Es bedeutet eher, dass die Realität anders aussieht, als man es uns erzählt. Schätze ich. Alles ist erlaubt. Alles ist erlaubt? Hinterfrage das Credo. Und nun? I see. Also genau das hier hat sich jetzt gerade aufgetan. Oder wie sehe ich das? Nein, da unten. Die hier gab's doch schon. Hoi. Sie suchen nach uns. Und sie werden nicht aufhören, bis jeder einzelne von uns tot ist. Ja, eine Zeit lang habe ich geglaubt, aber ich habe nie verstanden. Das ist das Problem, wenn man in was hineingeboren wird. Glauben, ohne zu verstehen. Alle waren so ernst und ängstlich. All das Gerede von Assassinen und Templern, dem Ende der Welt. Na! Mensch, dann lass mich doch da hoch, Desmond. Das Ende der Welt, Assassinen, Templer. Was genau es damit auf sich hat. Will ich das überhaupt wissen? Mau! Kann ich noch irgendwelche anderen testen? Komm schon! Ja! Geht doch. Es ist nämlich nötig, um weiterzukommen. Also Herrgott, nochmal macht es mir ein bisschen einfacher. Ich bin halt ein Versager. Ja. Nein, Quatsch. Jetzt würde ich über den Schwierigkeitsgrad meckern. Bitte. So erbärmlich bin ich nur auch wieder nicht. Fluck. Fluck. Fluck und Fluck. Geometrische Formen erklimmen macht doch irgendwie Spaß. Lebe nach dem Credo, Esme. Lecke deine Kraft. Erzeuge zum Erzeugen R1 drücken. Ist das 16? Spam, 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 jeder Mensch hat seine Grenzen. Ich weiß nicht mehr, wann ich aufhörte zu glauben. Ab wann es mir egal war. Gut, also hier lang.
Ich glaube, richtig Gott, egal wird. Das klang alles so lächerlich. Wenn ich das Wort Templer hörte, musste ich lachen. Und Assassin, vergesst es. Ich krieg langsam Depressionen hier. Wohin muss ich? Dem nicht entgegen? Offensichtlich nicht. Ah! Meine Güte. Kann ich das? Das tötet mich doch. Warum sonst würde es sich so schieben? Muss ich mir jetzt einen schieben? Eieieiei. Okay, ich scheine Gold richtig zu sein. Ein alter Krieg, sagten sie. Ein endloser Kampf. Doch mir war es egal. Wer hätte gedacht, dass man ein Kind mit Kriegsgeschichten langweilen kann? Und eben jenes Kind steht da oben. Komme ich da jetzt genau hoch? Oh. Ich kann also Formen verändern. Zum Entfernen des Blocks Viereck drücken. Ist jetzt auch nicht so wichtig. Ich war einsam. Allein unter Menschen. Ich hätte es ihnen sagen sollen. Vielleicht hätten sie zugehört. Wenn ich nur zurück könnte. Wenn ich mich nur entschuldigen könnte. Desmond, da habe ich was gemeinsam mit dir. Aber auch ich kann nicht mehr zurück. Hier waren wir doch, oder? Nein. Das Ganze ist aber anders, als du denkst, Desmond. Doch hier waren wir. Klar, die Scheune. Hier waren wir. In einem verdammten Kreis gelaufen. Jetzt dafür hier. Ach du Schande. Wow! Wo bringt mich das eigentlich hin? Ich habe den Part bestimmt total überzogen. Und? Ja. Ja. Total. 10 Minuten. 10-Minuten-Parts werden das wahrscheinlich. Ja, die frühen Jahre Desmonds Kindheit. Gedanken über seine Kindheit. Und Destabilizing. Ich wünsche mir, dass ich mal außerhalb der Mission irgendwas mache. Wenn die Sequenzen wirklich so kurz sind, wäre das empfehlenswert. Sonst kriege ich ja gar nichts von der richtigen Welt des Spiels mit. Ich bin nur gerade ein bisschen nachdenklich, Leute. Also nicht wundern, warum ich manchmal so still bin. Ich überlege, was ich an diesem Let's Play noch verbessern könnte. Nicht, dass ich es jetzt schlecht finden würde, was ich hier abliefere. Aber... Standen Sie sich nah, Desmond und Lucy? Ich meine, näher als Freunde? Tja, sie haben sich hin und wieder so angesehen, aber... Sie mochte ihn, Bill. Das hat sie mir gesagt. Ja. Interessant. Mehr nicht. Nur interessant. Ich habe beide oft trainiert, als ich jünger war. Nicht gleichzeitig, natürlich. Sie war eine bemerkenswerte Frau. Und ich finde diese ganze Sache... sehr traurig. Traurig? Du wirst doch nicht langsam weich, Bill. Ist egal, das haben wir uns schon mal angehört. Ich würde mal sagen, um diesen Part dann noch abzuschließen... Konstantinopel, die Türken nennen es Istanbul, hat mich wie einen Einheimischen aufgenommen. Die Assassinen hier, angeführt von einem redseligen Kämpfer namens Yusuf Tazin, sind sehr stolz auf ihre Stadt. Sie ist so vielseitig und farbenfroh, wie man es sich nur vorstellen kann. Doch es gibt auch Probleme. Eine Gruppe byzantinischer Templer kämpft immer noch um Einfluss und ihre Angriffe haben meine Suche nach den Schlüsseln behindert.
Aber sobald ich in der Lage dazu bin, werde ich nach Nikolopoulos früherem Handelsposten und weiteren Hinweisen suchen, die mich näher an die Masyaf-Schlüssel heranbringen. So tue du dies. Jetzt ja. Eigentlich sollten wir immer noch da oben stehen. Wie waren wir? Wir haben gesiegt und unsere Feste zurückerobert. Doch wir haben auch einige Freunde verloren. So viel Tod für einen so geringen Ertrag. Ihr habt doch etwas Erfahrung bei der Rekrutierung neuer Assassinen, oder? Mehr als nur etwas. Die Menschen hier sind diese Templerangriffe leid. Könnt ihr nicht euren Charme einsetzen und neue Rekruten für uns finden? Sie. Aber diese Feste eignet sich nicht mehr für ihre Ausbildung. Nicht so bald. Ein guter Einwand. Sprecht mit meinem Mann in Galata, wenn ihr fertig seid. Er kann euch bei der Ausbildung helfen. Mit meinem Charme neue Rekruten anwerben. Ich würde mal sagen, wir suchen uns jetzt einen Klamottenladen und ich ziehe mir dann mal schnell eine rosa Strapse an und ein bisschen schwarz wäre auch nicht gut. Am besten so lederknirschend, bauchfrei, einen Rock und Haargummi. Ja, Haargummi. Genau. Und dann stellen wir uns auf die Straße mit dem Schild. Einmal knallen, dann gibt es Assassinenpunkte und... Oh Mann, was erzähle ich hier gerade für einen Mist? Gott, wir sehen uns im nächsten Part von Let's Play Assassin's Creed Revelations. Ich bin Draglinus, over and out.